Am 18.09.2024 um 13.09 Uhr schoss ein 55-Jähriger mit einer Pistole in der Eisdiele am Herrenwinger, den Alfter, zweimal in die Decke, wodurch niemand verletzt wurde und flüchtete. Er konnte kurze Zeit später von der Polizei festgenommen werden, ebenso wie zwei beteiligte Familienangehörige. Die Wohnung des Täters wurde durchsucht. Die Polizei sicherte die Umgebung zwischenzeitlich mit ballistischer Schutzkleidung. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen davon aus, dass ein schon längerer Streit zwischen dem Tatverdächtigen und dem Eisdieleninhaber eskaliert sein könnte. Für die Tat gibt es Zeugen. Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen und die Spurensicherung war vor Ort. Natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt, und euch auch weitere Videos von mir anschaut.